wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wir haben für einen sehr kompakten Klimakreislauf spezielle Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher entwickelt, sogenannte Stack-Shell-Cooler, mit denen wir dann kaltes und warmes Wasser generieren und als Medium zur Verfügung stellen können, um zum Beispiel mit warmem Wasser und nicht mit Heizelementen elektrischen die Fahrgastzelle zu heizen oder auch zu kühlen, eben dann mit kaltem Wasser. Dieses heiße und warme Wasser können wir natürlich auch verwenden für die Kühlung oder Vorwärmung aller elektrischen Komponenten. Wir haben für Niedertemperatur-Wärmetauscher auch spezielle Lösungen entwickelt. Sie haben im batterieelektrischen Fahrzeug dann gegen die Umgebung oft 60 Grad und 80 Grad. Das heißt, Sie haben zwei unterschiedliche Kältekreisläufe und brauchen dementsprechend dünne, leichte, sehr kompakte Wasserkühler, Wärmetauscher. Und wir sind insbesondere auch dabei, eben ein Wärmespeichersystem zu entwickeln, um die Möglichkeit zu haben, einen kleinen Teil der Wärme speichern zu können. Die elektrischen Komponenten arbeiten sehr viel effizienter wie der Dieselmotor, was dazu führt, wenn ich nur mit der Abwärme mein Fahrzeug heizen will, muss ich unter Umständen 10 Minuten, eine Viertelstunde warten, bis irgendwas mal warm wird. Das möchte der Kunde nicht. Wenn er dann einen Wärmespeicher hat, dann kann der Zusatzwärme zur Verfügung stellen, beziehungsweise kann auch die Batterie sehr viel schneller auf Betriebstemperatur bringen.